Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder beim Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal tatsächlich hier in dieser, ja, in dieser ekelhaften, die Musik macht mich jetzt schon wieder fertig, ey. In dieser ekelhaften Folterkammer hier im Gefängnis. Und B1F, genau. Und da sehen wir auch den Raum, den wir angefangen haben, da oben, ne? Seht ihr diesen Raum da? Gut, neue Aufnahmesession, neues Glück. ich nehme das heute an einem Montagabend auf, nicht sonntags. Tatsächlich, nein, montags. Weil ich einfach am Sonntag gestern keine Zeit dafür gefunden habe. So, was haben wir denn hier für Schönes? Ein Raum einfach nur, okay. Moment mal gerade, ich muss mal wieder mein Headset richten. So, Freunde, was haben wir denn hier? Diese Steinstatue hält eine Rüstung. Diese Steinstatue hält ein Schwert. Nein, lass mal lieber. Was haben wir hier noch? Diese Steinstatue hält einen Helm. Ist das ein Rätsel? Oder was? Das sieht mir nach einem Rätsel aus. Was ist denn das hier? Diese Steinstatue hält ein Schild. Ja, gut. Ach, guckt mal da. Guckt mal da. Erster Teil und so. Giftluke. Alles klar. Gut, Freunde. Dann, diese Steinstatue hält ein Schwert. Schwert nehmen wir. Ja, nimm das mal. Wir haben ein Schwert. Ja. Ach, du heilige Scheiße. Oh Gott, was... Er hat ein Schild. Oh Gott, und du musst das da hinschieben, oder was? Moment, Moment, mach schneller, 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 schneller. Um Gottes Willen. Die Giftbrühe kommt hier über Berdo. Oh Gott, was ist denn hier? Uff, Gott sei Dank. Ja, das war ja relativ einfach. Aha. Ach, okay, und da muss jetzt das Schwert rein, oder was? Ein Moment, bitte. So, da bin ich wieder. ja, ich denke, hier muss dann tatsächlich das Schwert rein. Eine Eisenstatue. In der Brust ist ein Loch. Ja, Claire, dann ramm ich mal das Schwert in die Brust. Jawohl, das klappt sogar sehr gut. Aber was hat das jetzt hier gebracht? Oh Gott! Oh, was war das denn, ey? Ah, erschreck mich doch nicht so. Blödes Ding. Da liegt was. Guck mal, da liegt eine Schriftrolle. Boah, ich bin erschrocken. Scheiße. Klavierrolle? Ja. Ach du Scheiße, guck mal da drin. Ihr hattet erwähnt, dass es hier dieses Spiel sehr viele Schlüssel-Items gibt, ne? Und dafür natürlich auch diese Klavierrolle jetzt. Moment mal. Kompilier das mal bitte. Dann haben wir wieder mehr Platz hier. So, Prüfe. Klavierrolle. Eine Notenrolle für automatische Klaviere. Wenn sie eingelegt wird, werden die Noten gespielt. Wofür brauche ich das jetzt? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber okay. Ein Klavier. Wartet mal, wie... Ach! Hatten wir nicht in dem Safe-Raum Klavier? Oh Gott, Freunde. Da geht's auch gar nicht mehr weiter, ne? Nee, dann so schnell wie möglich bitte hier raus, ey. Ich will hier weg. Was? Ich frag mich, wofür dieses Gerät war. Ja, Claire, das willst du nicht wissen. Das willst du einfach nicht wissen. Geh einfach raus. Und ja, liebe Freunde, da freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei Resident Evil Code Veronica. Und hier laufe ich einfach durch, komm. Renn einfach. Ach du Scheiße. Okay. Weg hier, 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 weil dafür verschwende ich keine Munition. Es ist einfach so. Gut. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Wie es hier weitergeht tatsächlich, wie es hier hoffentlich weitergeht. Aber ich möchte hier bitte raus. Ich will hier einfach nur noch raus, verdammt nochmal. So. Alles klar, Claire.
Dann, ja. Oh Gott. Warum sind hier wieder Zombies? Warum sind hier wieder Zombies? Oh Gott. Boah, zum Glück haben wir diese Waffe, ey. Lad nach. Zum Glück haben wir diesen Dreifachschuss. Ohne Witz. Da gehen die einfach viel schneller kaputt. Ja. 6 Schuss müssten reichen für einen. Nein? Oh, keine Booty. Ja, dann tritt ihn tot. Claire, dann... Genau, tritt ihn tot. Verdammt, ich habe keine Munition mehr für die Pistole. Na, okay. Aber wir haben jetzt eine Klavierrolle. Frage mich immer noch, was wir damit sollen, ne? Aber... Ich denke mal, dass wir damit in der Residenz weiterkommen. Haben wir dann das Gefängnis abgeschlossen? Das wäre ja geil, wenn wir dann das Gefängnis somit abgeschlossen hätten. Ja, ich glaube. Vollständig zugenagelt. Ich glaube, hier müssen wir nicht mehr hin. Das heißt, ich hätte mir die Buddy gerade sparen können. Ach, ich Idiot. Ich Idiot, ey. Aber gut, Freunde. Na, hier renne ich vorbei. Das ist mir jetzt zu blöd. An den Hunden renne ich vorbei. Aber die Frage ist, wohin? Ah, genau, hier hin einfach. Einfach hier hin und hier rein, los. Ah. Alles klar. Oh Gott, noch ein Zombie. Oh, Himmels will das noch einer. Ja. Oh Gott, warum ruckelt das eigentlich gerade hier? Warum ruckelt das gerade hier? Na gut, egal. Alles klar, gehen wir weiter. Gehen wir wieder in die Residenz zurück. Warum ruckelt das jetzt hier so ein bisschen? Ah? Ne, geht. Geht schon. Alles klar, Freunde. Gut. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gut geht hier soweit. Mir geht's sehr gut nach wie vor, gesagt, nur gestern halt keine Zeit gehabt zum Aufnehmen. Daher, ja, heute mal ein bisschen später. So. Aber ich denke, sollte kein Problem sein. Ich habe gerade kurz gehört, ob bei der, ob unsere Katze wieder was möchte, aber... Okay, an den Dinger mussten wir einfach vorbei. Ah, lauf dran vorbei! Lauf da einfach dran vorbei, Claire. Ich muss gleich mal gucken, warum das manchmal so ein bisschen laggt. Tatsächlich. Aber gut. Ein Moment mal bitte. So, da bin ich wieder. ja, heute ein bisschen gekatte, aber... Ja, muss auch mal sein. Oh, was ist jetzt? You must be the lovely Claire Redfield. Who are you? Let's just say that I'm a ghost coming back to haunt your dear brother. Nee. Oscar? It seems there's not much explaining to do, is there? I was the one who attacked this island. Who'd have thought you'd be hanging about? All the better for me. Now that the cat dragged in this nice surprise, your ever so caring brother will definitely show up. I must thank you for being such good bait. I don't know what went on between you two, but you have him all wrong. My brother is not the kind of person you think he is. I despise Chris. What are you gonna do to him? Oh, how your brother will wish to see you die.
not. What is it? Stay there. I'm coming. It appears you may be of some further use to me. I'm going to let you live a little longer. Krass! Freunde, krass! Erinnert ihr euch an den Typen? Na? Typ mit der Sonnenbrille, erster Teil. Ja, wir haben Wesker wieder getroffen. Falls ihr euch erinnert, im ersten Teil, wir haben ihn ja da unten liegen lassen, ne? In Umbrellas Labor. Und mit dem Tyrant da unten alleine. Er hat es scheinbar überlebt. Was eine Überraschung. Ich meine, dass wir den nochmal wieder treffen. Das ist schon krass, ja. Der Wesker, der hat scheinbar auch jetzt Superkräfte. Er ist einfach mal eben, ja, hier oben drauf gesprungen. Alles klar. Aber, okay, Wesker läuft also hier rum. Ziemlich interessant, Freunde. Der coole Typ mit der Sonnenbrille. Ich weiß nicht, dem seine Augen sahen ein bisschen komisch aus, ne? So, aber ungeachtet dessen gehen wir einfach mal in den Safe-Raum. Weil, ich hoffe, da war doch so ein Klavier, oder nicht? Wartet mal. Wo war denn jetzt nochmal das Klavier, verdammt? Oder brauchen wir es noch gar nicht? Müssen wir jetzt... Nee, hier ist kein Klavier. Hier hatten wir aber irgendwo ein Klavier. Ist jetzt die Frage. Das sind so viele Türen, ne? Wo müssen wir hier hin? Hatten wir dich doch... Wir hatten hier irgendwo ein Klavier, ich weiß es. Aber gut, Freunde. Haben wir genug Menüplatz? Wir haben zu viel Heilung. Leg mal ein paar Heilungen hier weg. Gut, Freunde. Ja, krass, ne? Wesker ist wieder aufgetaucht. Ich dachte, den wären wir los im ersten Teil, aber nein, scheinbar nicht. Das blaue Kraut, ja. Ich lasse es einfach mal. Ich lasse es einfach mal hier. So, Claire, nimm die Armbrust. Das ist deine letzte Waffe. Und die einfachen Schlösser, ne? Den muss ich jetzt auch noch... Müssen wir eigentlich auch noch mal gucken. Wo jetzt noch mal die einfachen Schlösser waren. Aber gehen wir erstmal hier in die... In Richtung Graf Dracula, was wir da mal letzten Mal gesehen haben. Ich glaube, da geht's weiter. Genau, hier durch einfach. ja, wie gesagt, bin ich mal gespannt, was der Wesker jetzt hier noch so vorhat. Ich meine, der war ja auch beim ersten Teil schon auf Umbrellas Seite, ne? Bin ich mal gespannt. Das ist echt interessant. So, hier, genau, Freunde. Hier oben waren wir ja noch gar nicht, ne? Hier sind wir einfach wieder zurückgegangen. Ich glaube, in diesem Graf Dracula Schloss... da können wir jetzt einfach mal hingehen und mal gucken, was wir da haben. So, Freunde. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, dieses Resident Evil Code Veronica. Och, nö! Scheiße, da habe ich jetzt aber keine Waffe gegen. Da habe ich keine Waffe gegen. Dann geh nochmal runter, Claire. Haben wir hier nicht irgendwie einen Granatenwerfer oder so bekommen? Verdammte Axt. Da müssen wir an dem Ding vorbeilaufen, ne? Dann müssen wir an dem Ding einfach vorbeilaufen. Ja, alles klar. Bis ich wieder genug Woody für die Teile habe. Oh Gott. Was wollen die denn hier jetzt? Dann lauf einfach vor. Lauf doch vorbei. Oh, falsche Ecke. Ich Vollidiot. Ah, oh, da ist noch einer. Aua, ich sterb hier gleich. Viele unheimliche Statuen stehen hier.
Boah, die sind doch übertrieben, die Gegner. Dann schieß einfach mit der... Oh Gott, ich sterbe gleich. Gefahr. Jo, ich sterbe gleich, ja. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwas bringt hier. Hey, tatsächlich. Die kann man mit einer Amos-Platt machen? Das ist ja krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh Gott. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Okay, und ich hatte so voll Schiss vor denen. Das sind anscheinend irgendwelche Pissgegner. Okay, interessant. Was ist das denn da? Ein Aufzug oder so? Aha, okay. Oh, hier ist alles kaputt, ey. Wer macht denn hier alles kaputt, verdammt nochmal? So, was gibt's denn hier noch? Boah, ein Rieseneingang, ne? Nicht, dass da drin ein Boss oder so kommt, ey. Nein, bitte nicht, ey. Oh Mann. Das Graf Dracula Schloss und hier ist ein Herzschlag. Ich weiß immer noch nicht, was es mit diesem Herzschlag tatsächlich auf sich hat, ne? Soll das Spannung erzeugen oder was ist hier los? Ja, mysteriös. Oi, wieder Fledermäuse. Fledermäuse, Fledermäuse, wir müssen hier schnell sein. Was ist das hier? Geh weg. Das ist echt diese Musik, die passt auch zu Dracula gerade, ey. Was ist das hier? Oh Gott, mit ein Tisch aus Marmor. Figuren in Statuen liegen drauf. Hier ist nichts Nützliches. Geh hier rein. Ich habe keine Lust auf diese Fledermäuse. Ich glaube, die muss ich gleich auch wegmachen, ne? Weil wir haben ja kein Feuerzeug hier und nichts. Da liegt doch Muni. Sehr gut. Nehmt die direkt. Ah, Pistolenmuni. Sehr gut, Freunde. Die brauchen wir auch, ey. Kombiniere damit. Boah, ich renne hier fast nur ohne Muni rum. Eine alte Rüstung hängt hier. Nix Ungewöhnliches. Was für eine Unordnung. Ja, Claire, da sagst du was. Boah, was für eine geile Mucke hier, ey. Oh Gott. Alter. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Mach mal erstmal die Armbrust leer. Aua. Ach, Mann. Gelb. Aua. Verdammte Axt. Liegt das Ding immer noch? Ja, das Ding lebt immer noch. Okay, lauf hin. Und schieß es ab. Keine Munition mehr, du Kacke. Hier ist nichts Nützliches. Oh Gott. Ein Kamin. Liegt noch genug drin. Freunde, ich habe kein Feuerzeug mehr. Ah, hier liegen Dings, Pfeile, sehr gut. Ich habe kein Feuerzeug mehr. Kriegen wir jetzt kein Feuerzeug mehr? War das jetzt falsch, dass ich dem das gegeben habe? Die Medizin? Oder was ist hier los? Hier ist nichts Nützliches. Was für eine Unordnung. Ja, was liegt da? Farbbänder. Ja, die kann ich jetzt eigentlich am wenigsten gebrauchen, aber... Zu dunkel, um herauszuschauen. Gibt's hier sonst nichts? Ja, toll mit dem Feuerzeug, aber... Kann ich ja nicht. Ich kann ja nicht den Dietrich dafür benutzen. Oder ist der Typ jetzt tot? Und wir können ihm sein Feuerzeug klauen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Freunde. Was liegt da? Was für eine Unordnung. Da liegt eine Unordnung, alles klar. Okay.
Das heißt, wir haben Muni gefunden, aber die haben wir direkt verballert. Das ist toll, ne? Das ist ganz toll. Und jetzt haben wir hier die Fledermäuse rumfliegen. Oh Gott. Alter, ich hasse diese Dinger. Geh bloß weg, ey. Ich bin im gelben Bereich hier. Gibt's hier keine Tür irgendwo? Nee, was ist das hier alles? Ich renne einfach vor den Dingern weg. Oh, was ist das? Da liegt auf jeden Fall Zeug. Oh, danke. Ein Heilspray und Muni. Nehm die Muni auf, Claire. Nehm die Muni auf. Nehm die Muni einfach auf. Schneller. Also die Fledermäuse hier, die nerven schon, muss ich sagen. Aber ja, da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Oh Mann. Oh Mann, was ist das für eine Folge, Freunde? Oh. Our enemy is only a little girl. Oh, why is this taking so long? My apologies, Alexia, but I have been doing my best. The revival of the Ashford family depends on your success, brother. I am aware of that, Alexia. I will revive the family name myself and make you the master of the glorious Ashford family. Do not worry, brother. I will handle them both myself. Who is there? Is someone in the corridor? What is it, Alexia? Nothing. I believe I must have been imagining things. Let us go, brother. Ach, die beiden. Okay. Ja. Da waren Alfred und Alexia. Eine große Puppe. Vermutlich handgemacht. Oh, ich hasse ja solche handgemachten Puppen irgendwie. Ich weiß nicht, die sind irgendwie total creepy. Sehr schön, das grüne Kraut, das können wir direkt nutzen. Nutzen. Verdammt! Wir sind immer noch im gelben Bereich hier. Alles klar. Ja, Alfred und Alexia, Freunde. Verschiedene Bücher. Ein Gang. Private Villa. Aha. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal hier rein. Es ist voll das interessante Gebiet. Würde ich sagen. Also leben hier tatsächlich Alfred und Alexia. Und es sind tatsächlich Geschwister, kein Ehepaar, wie ich dachte. Okay. Das wird nochmal interessant hier, sag ich euch. Boah, die bauen hier eine Spannung auf. Ey. Irgendwann kommt hier was. Irgendwann kommt da was, ich bin mir sicher. Ach ja. Oh. Ach, wie schön. Prächtige Einrichtung, allerdings nichts Nützliches. Die Spieluhr spielt eine wunderschöne Melodie. Ein Text steht auf der Deckelrückseite. Die Rückkehr der roten Königin und des blauen Königs öffnet den Weg. Die Spieluhr anhalten? Nein, lass erstmal. Das ist die Melodie von den beiden. Ich erinnere mich. Antike Puppen. Gehören sie Alexia? Oh, wir können hier hoch. Oh, da ist eine Leiter. Weiß ich gerade nicht. Sollen wir die ausmachen? Ein Relief einer Göttin. Ah, das ist wieder so ein schöner mystischer Raum hier. Prächtige Einrichtung, allerdings nichts Nützliches. Sollen wir das mal ausmachen? Ja, komm. Nee, das... Ja, wohl. Ich gehe erstmal da hoch. Wir wollen ja keine Aufmerksamkeit hier erregen, ne? Alles klar, Freunde. Gut, dann geh hier hoch. Upsala. So, geh hier hoch.
Und geh mal die Leiter hoch, Claire. Das Loch der Decke ist zugemauert. Ah, okay. Also wir müssen scheinbar das ausmachen. Gut, dann mach aus. Schade, die Melodie hört sich schön an. So. Oh. Da liegt ein Schlüssel. Aber die Frage ist, die Spieluhr ist fest verschlossen. Ich kann die Musikscheibe nicht mehr herausnehmen. Und die eigenartige Hüllung sind rote Rubine. Aha. Die Frage ist, wo ist jetzt dieser Schlüssel? Ah, hier, oder was? Ach, okay. Alles klar. Silberschlüssel. Okay. Silberschlüssel? Was ist das denn schon wieder? Also hier gibt es wirklich sehr viele Story-Items. Ein Schlüssel aus purem Silber. Das Emblem der Ashford-Familie ist eingraviert. Okay. Oh Gott. Alles klar. Ist das jetzt? Geht das jetzt da oben auch? Nee, zugemauert. Aber können wir nicht dahin? Das wäre doch cool, wenn wir dahin könnten. Nee. Okay. Gut, Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen, jo, wie es hier in der nächsten Folge weitergeht, sehen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.